Guten Abend, liebe Leute, und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch da draußen und herzlich willkommen bei Kommentare zur Politik. Und wie immer geht es mir darum, dass ich möglichst unabhängig berichte, also schaut, dass ihr den Kanal abonniert, weil es ist sicherlich in den Mainstream-Medien alles nicht so unabhängig, wie es sein sollte. Der Ursprung dieser Eskalation der Ukraine, den könnt ihr in meinen vorherigen Videos nachschauen. Letztendlich ist es so, an der Straße von Kertsch, das ist im Schwarzen Meer, zwischen der Krim und Russland, hat Russland drei Schiffe gekapert. Und es wird jetzt vermutet, dass Russland hier, und hat die Straße gesperrt, und es wird vermutet, dass Russland sich eventuell eine Landbrücke zwischen der Krim und der Ostukraine, die ja von, ja sagen wir Russen, letztendlich besetzt ist, zu schaffen und da quasi eine Verbindung zu schaffen. Das ist die Befürchtung. Und jetzt ist es heute in den Nachrichten gekommen auf Zeit.de, dass der Poroschenko, dass die Ukraine die Reservisten einberuft. Also das sind schon wirklich krasse Gedankenspiele, krasse Tatsachen, die hier geschaffen werden. Die Reservisten, die beruft man ein, wenn man merkt, dass das eigene Militär, das normale Militär nicht genug ist. Und zwar wird es begründet, erstmal das Kriegsrecht hat er ausgerufen, das gilt seit Mittwoch, dann 30 Tage. Er lässt keine russischen Männer zwischen 16 und 60 mehr einreisen und er vermutet, dass es vielleicht einen großen Angriff von Russland geben könnte. Die Antwort von Russland ist eigentlich ziemlich logisch. Sie sagen, nein, es wird total übertrieben. Das ist ein kleiner Vorfall und das Militär musste das machen, weil die da illegal waren, diese Schiffe. Und deshalb mussten wir so handeln. Also Russland, von meiner Einschätzung her würde ich sagen, dass Russland da keine Eskalation plant. Und ich habe was gehört, ich habe allerdings die Quelle nicht gefunden, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe gehört, dass es was Ähnliches schon vorher vorgefallen ist von der ukrainischen Seite, dass die ukrainische Seite vor einigen Wochen schon bereits russische Schiffe gekapert hat. Wenn ihr darüber was Näheres wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin weder pro-russisch noch pro-NATO. Ich will einfach nur die Fakten berichten. Und wir können gerne in den Kommentaren darüber schreiben. Und ich meine, was wir alle letztendlich wollen, ist, dass wir Frieden haben, dass die Menschen informiert sind, dass sie sich vorbereiten für den Ernstfall, aber dass Frieden bleibt. Das wäre natürlich das Beste, aber es sieht leider momentan eher nach einer Eskalation aus. Jetzt war es so, dass es ja im Rahmen der G20, die jetzt letztes Wochenende war, gab es auch ein Treffen zwischen Merkel und Putin. Und Merkel hat hier etwas vorgeschlagen, und zwar ein sogenanntes Normandie-Format, wo eben Ukraine, Frankreich und Deutschland und einige andere sich besprechen sollten zum Thema Ostukraine. Aber der russische Präsident hat das jetzt abgelehnt. Genau, das ist, was wir in den Mainstream-Medien lesen. Interessant ist auch, dass RT Deutsch, das kennt ihr vielleicht, das ist die russische Nachrichtenagentur Russia Today, RT Deutsch, könnt ihr eingeben bei Google, dann findet ihr es, dass sie sich zurzeit relativ bedeckt hält zu dem Thema. Also von daher würde ich sagen, dass die westliche Sicht jetzt nicht komplett falsch ist, was das angeht. Aber ich denke, Russland plant auf keinen Fall eine Eskalation, eher noch der Westen. Ich werde euch auf jeden Fall zu dem Thema auf den Laufenden halten. Und das Problem ist ja auch, dass man in den Nachrichten leider gefilterte und Lobby- und Interessensgruppen gesteuerte Nachrichten immer mehr liest und muss dann die Wahrheit rausfiltern. Und so gut mir das möglich ist, werde ich das für euch tun. Ein schönes Beispiel, wie eingeschränkt die Meinungsfreiheit schon in den Medien geworden ist, sieht man zum Beispiel bei Zeit.de, da die Kommentarfunktion, die Zeit-Artikel sind ja auch immer sehr links und dann auf bestimmte Themen eingeschossen, was zum Beispiel Thema Flüchtlinge oder Thema Klimawandel. Und es war früher so, vor einem Jahr war das sogar noch so, dass dann meistens unter diesen ganz linken Themen, dass dann ganz viele Konservative da geantwortet haben und dann ihre Sicht der Dinge und dann viel eben auch mit belegt mit Quellen und Beweisen und da gebracht haben. Und da gab es dann immer, da hat dann die Zeitredakteure immer verzweifelt, weil sie das natürlich nicht beantworten konnten und weil das komplett am Ziel vorbeischießt von dem Artikel, wenn dann unten quasi die Wahrheit gepostet wird. Und deswegen wurde immer mehr gefiltert, also immer mehr wurden die Konten gesperrt und meiner wurde auch gesperrt. Ich habe einfach nur Fakten gebracht. Ich habe gesagt, das und das stimmt nicht. Zum Beispiel der Klimawandel ist schön und gut,
Aber es gibt einige Dinge, die sind einfach nicht ganz so, wie es die Medien darstellen, überhaupt nicht. Und gesperrt, mein Account gesperrt, ganz viele andere gesperrt. Wenn ihr jetzt schaut unter solchen Artikeln, dann sind immer, dann kommen, ganz oben kommen dann die ganzen positiven, ja, der Artikel ist so toll, das stimmt, und die ganzen Befürwortenden. Also nur ein kleiner Hinweis darauf, wie frei die Meinungsäußerung ist. Ich wurde gesperrt, mein zweiter Account wurde auch halb gesperrt und ganz, ganz viele andere. Deshalb denkt dran, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und dass ihr den Kanal abonniert, weil ich euch so gut wie möglich objektiv berichten werde. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Gesundheit, Freude und Frieden für den Abend und für die Woche. Bis bald!